letzte Video hochgeladen und das kam ja soweit ganz gut an. Erstmal Dankeschön für die guten und meist positive Kommentare. Bis jetzt habe ich eigentlich so gut wie nur positives Feedback gekriegt, was mich natürlich freut. Ja, und sonst kann ich zum letzten Video nicht viel sagen. Die Outtakes, ja, die ging so, ne? Ich habe jetzt eine Kamera gekauft. Also was heißt Kamera, so eine Webcam von Logitech. 25 Euro kostet. Richtig teures Teil. Ne, finde ich nicht. Ich auch nicht. Ja, ich habe mir überlegt für heute nix. Aber ich möchte euch was zeigen. Vor bisschen mehr als ja, übermorgen sogar genau. 6 Wochen. Kann hingehen. 6 Wochen. Dieses coole Buch. Ja, da ist eine Tasche drauf. So Sachen reinnehmen. Und hier kommt was hinterher. Und das hat mir meine Mama zu Weihnachten geschenkt. Sehr nett von ihr. Und das habe ich ein bisschen gestaltet. Vollenden. Da sind so Fotos. Da ist ein Foto. Habe ich etwas reingemalt. Eine Kuh. Und eine Postkarte, die ich geschenkt gekriegt habe. Mein Name und so. Da ist ein Jahresüberblick. Oder Ferien, ganz wichtig. Ferien geht nicht ohne Ferien. Ja, und dann kommen da halt so Sachen rein wie Mathe 1. Kleiner Buchschreiber. Oder was? Geburtstage, ob die gut oder nicht. Ich arbeite muss oder zur Schule. Das ist ja nicht. Oder irgendwelche Flyer. Das ist irgendwie nichts. Intensiv. Da war ich ja nicht, habe ich nicht geschafft, aber. Und dann ist es nochmal fort. So Sachen rein tun. Ja. Die auch solche Terminkalender. Voll cool eigentlich so. Kann man alles reinschreiben. Man braucht nicht viel Swag und YOLO und so. Ey, aber geilste ist YOLO. You only live once. Was ist denn das für eine Lebenseinstellung? Das ist unglaublich. Ich guck schon wieder nur auf dieses komische Ding. Soll mal in der Linse gucken, ne? Ich hab ein bisschen angebracht da. Ja. Ich habe noch mehr solche Terminkalender, fällt mir gerade mal auf. Scheiße. Hier ist zum Beispiel eins. Mein erstes, warte. Mein erstes. Sah so aus. So. Fällt schon voll auseinander hier. Man sieht, schwer sehen kann. Ja. Von 2010. Also ist jetzt auch schon. Oh, das wird auseinander. Auch schon nur 3 Jahre her. Ja, im Prinzip nur 2, das Jahr ist ja noch nicht um, ne? Und hier steht echt alles drin. Alles. Ich habe etwas fallen lassen, das stand da drin. Und hier habe ich eigentlich eine ganz witzige Idee gehabt. Beim Papiermarkt bei uns ist immer coole Tüten dabei, wenn man sich was kauft. Oder gab es früher mal. 2010. Habe ich die da einfach drauf geklebt. Ja, und dann kann man da oben so Sachen rein tun. Mittlerweile ist sie kaputt. Aber naja, 2010 ist ja auch schon.
Ja. Hier habe ich zum Beispiel eine Karte von Star Express zu Weihnachten bekommen. Von meinem Papa und seiner Freundin. Und hier Aufkleber, alles steht da drin. Mit wem ich was gemacht habe. Gott. Hier habe ich reingemalt. Da gab es YOLO und Swag und so noch nicht. Ja. Früher fand ich Hello Kitty so cool. Ich und meine Freundin hatten alles von Hello Kitty. Wir haben es drum gekloppt, wer mehr hat. Hier mein Geburtstag. Also eigentlich mein Geburtstag in diesem Kalender nur von hier bis hier. Das Stückchen. Wo habe ich überall eingeklebt? Überall. Das war so Geburtstag. Das war cool. Wie alt wurde ich da? 15. 15? 15. 15. Ja. Oh Gott, oh Gott. Was hier alles drin steht. Und hier, sehr cool, habe ich ein kleines Puzzle reingeklebt. Und eins rausgelassen. Ja, das hier unten ist abgefallen. Das habe ich extra nicht reingeklebt. Süß, ne? Ah, ich hatte früher schon Swag mit Goldkettchen und so. Ja. Jetzt schon was drin. Also das war echt früher mein ständiger Begleiter. Ich hatte ihn immer dabei. Und die Sachen vorne, diese Hello Kitty, und die habe ich aufgeklebt mit Tesafilm. Mit Tesafilm. Mal. Ich habe meinen Ordner für die Schule. Den habe ich nämlich auch gestaltet. Beste. Und immer noch Hello Kitty. Ted. Den Film fand ich so cool. Einfach, ich hätte auch voll gerne einen Teddybär. So Teddybär, das wäre echt cool. Der ist immer bei dir. Aber ja, irgendwie war der auch komisch. Und dann, fällt schon mein Heft. Ich habe einen Ordner mit dem Heft auch. Mickey Mouse finde ich auch sehr süß. Und Donald Duck. Oh, was mein Finger da? Da, nein, da. Donald Duck ist der coolste. Ja, und dann halt, wenn den Tag und Nacht Partybruder, zu der Zeit habe ich immer Partybruder geguckt. Jeden Abend. H&M. Neo, erinnert mich immer mega an Berlin. Schnapper gemacht habe ich. Ja. Ist noch immer zu erzählen, wie man muss. Ja. Eigentlich ja nichts, ne? Ich bin jetzt nicht so ein besonderer Mensch oder so. Ja.